Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir müssen den Mann in Weiß finden und mit ihm sprechen. Ich habe gerade mal mit dem Raben geguckt und der soll eigentlich irgendwo hier drin sein. Ich glaube, von hier oben kann ich noch keinen Scan machen, ne? Nee, das ist zu hoch. Und schauen wir mal, dass wir hier irgendwie runterkommen. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht hier komplett runterspringen, bitte. Ne? Das ist ein bisschen hoch. Okay. Ich glaube, das war eine Taube oder ähnliches. Das muss der Tempel ihres scheuen Gottes sein. Sie haben ihm ein prächtiges Haus errichtet. Ja. Aber wo ist der Typ jetzt? Der soll hier unten drin sein. Bewegt er Breite sich? deine Nee, der ist Flügel immer noch aus. da. Okay, aber scannen kann ich ihn, glaube ich, nicht, ne? Von hier oben. Doch, er ist drin. Moment, hä? Links steht was und rechts steht, er ist drin. Was denn jetzt? Ist er jetzt drin oder ist er jetzt auf der anderen Seite? Das würde mich jetzt mal interessieren. So. Die Frage ist, kann natürlich auch heißen, dass wir darüber reingehen müssen. Sind hier irgendwo Wachen in der Nähe gewesen? Ja, vereinzelt laufen ein paar rum. Okay. Sagen, ich höre jetzt hier irgendwie. Es hört sich an, als ob jemand mit einem Pferd hier unterwegs ist. Ist denn hier ein Eingang? Nein, Los, geh doch mal in die Sphinx. andere Richtung. Da ist ein Eingang, aber ich weiß nicht, ob der auf ist. Okay, also wir gucken einfach mal. So. Oh, sag mir doch einer, dass ich hier hätte. Okay. Ja, toll. Da ist ein Eingang, wo ich aber nicht durchkomme. Das ist natürlich mega geil. Kann ich nicht von außen mit dir sprechen? So einfach durch die Wand durch oder so? Was ist mit den Fenstern da oben? Komme ich da rein? Müssen wir mal ausprobieren. Ist zu klein, oder? Ja, ist definitiv zu klein. Schade. Die sind auch alle zu. Okay. Das Problem ist, wie komme ich sonst da rein? Durch den Eingang, würde ich sagen. Okay, hier scheint auch keiner mehr zu sein. Sehr schön. Da ist was mit Schlüssel, aber die sind da hinten, glaube ich. Die sind gar nicht hier. Dann reden wir erstmal mit ihnen. Eine Dänin kommt in mein Gotteshaus auf der Suche nach Gottes Vergebung, wie ich hoffe. Dein Herr Jesus kann warten. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ist dem so? Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Du kennst diese Worte und du weißt, warum ich sie zu dir sage. In der Tat. Doch bin ich noch nicht überzeugt, ob du für die Aufgabe geeignet bist. Wie Jesus zu Thomas sprach: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Berichte vom Weg Jesu Christi in der richtigen Reihenfolge. Nur dann triffst du meinen Herrn. Ich wollte gerade sagen, woher soll ich denn jetzt was davon wissen? Den ganzen Quatsch hat mich schon lange nicht mehr interessiert. Du weist eine ungewaschene Heidin ab, die versucht, den Weg zu Gott zu finden? Nimm mich, wie ich bin, und ich werde Gottes Werk verrichten. Wie schwer die Last des Lernens auf jemanden wie dir lasten muss. Doch ich sehe ein, dass keine Lektion über das Wort Gottes deine Seele retten wird. Komm. Ja, wo gehst du denn hin mit mir? Nach oben, okay. War ich nicht hier schon mal? Ja, ich Wen meine, wir klar gleich war ich treffen, hier schon mal. Priester. Diese Stille ist unerträglich. Psst. Selbst einen Narren hält man für weise, solange er den Mund hält. Aber Menschen werden weise, wenn sie mit anderen sprechen. Wenn sie immer nur schweigen, verdummen sie. Still! Dein Gerede beleidigt das Ohr des Herrn. Wir sind hier! Ja, ich weiß, dass wir hier sind, Dunu. Den Raum? Okay.
möge unser Herr Christus, dessen Zorn die Unreinen vertreibt, einen starken Pakt mit mir eingehen. War Gottes Lehre aufschlussreich? Euer Gott fürchtet den Tod so wie meine. Es war eine lustige Geschichte. Ja. Von allen etwas, würde ich sagen, ne? Ich habe gelernt, dass euer Gott den Tod fürchtet. So wie meine Götter. So wie jeder. Und doch können wir durch unseren Herrn in seiner Gnade das ewige Leben erlangen. Diese Kleinigkeit ist dir vielleicht entgangen. Neigen alle Priester in Winchester im selben Maß zur Dramatik? Du riskierst dein Leben, König Alfred. Ich wollte mit dir auf Augenhöhe sprechen. Gelten die Gesetze der dänischen Gastfreundschaft nicht in Westsexe? Du hast mein Jarl dieser Hündin Fulke vom Orden der Ältesten zum Fraß vorgeworfen. Fulke war also auch ein Mitglied des Ordens? Die Wölfe, die an mir zerren, werden mit jedem Tag einfallsreicher. Was weißt du über diesen Orden? Nur dies und wenig mehr. Dieser Brief aus der Feder eines armen Mitstreiters Christi warnte mich vor einer Verschwörung gegen mein Leben. Der Galgen, die Feder, der Sachs. Drei Männer, die dich töten wollen. Es sind nur noch zwei. Bischof Elchfried ist tot. Er war der Sachs, soweit ich das beurteilen kann. Und ein demütiger Diener deines Gottes. Das muss wehtun. Und doch hat sein Tod die christliche Gemeinde in Winchester gestärkt. Ich hoffe, der Tod seiner Kumpanen bewirkt dasselbe. Warum sollte er mir vertrauen? Warum sollte ich ihm vertrauen? Sagen wir es mal so. Ich sollte ihn vom Orden töten lassen, ja. Aber wir wollen ja natürlich wissen, ja, wie es weitergeht. So viele Lügen im Namen deines Gottes. Vielleicht ist er nicht stark genug, dir zu helfen. Mein Gott ist der Allmächtige. Aber meine Feinde sind zahlreich und mein Thron ist noch jung. Diese Tode dürfen nicht auf mich zurückfallen. Ich sollte dich dem Orden überlassen. Wenn ich ihnen helfe, geben sie mir vielleicht sogar Sigurd zurück. Ich würde ihn dir persönlich bringen, wenn ich wüsste, wo sie ihn festhalten. Aber Volkes Verrat traf auch mich aus heiterem Himmel. Dann versprich mir eine Belohnung, über die man Lieder singt. Das Gewicht eines Königs in Silber. Nun gut. So viel Silber, wie du tragen kannst. Heute früh war Greve Godwin nicht auf seinem Posten. Ein Vertrauter von dir? Godwin ging den Hinweisen aus diesem Brief nach, als er verschwand. Wo wurde er zuletzt gesehen? Bei seinem Haus am Westtor. Vielleicht findest du dort etwas. Eivor, nimm dich zusammen, solange du mein Gast bist. Meine Stadt ist kein Schlachtfeld. Noch nicht, großer König, aber der Tag wird kommen. Seine Stadt, das hört sich ja mal wieder ganz toll an. Oh. Hallo, Eivor. Ja. Die sind, kann ich das? Ja, kann ich. Okay, die sind etwas weiter weg, aber die sind beide noch in der Stadt, ja? Einmal da. Oder ist das nur das eine Ziel? Habe ich nicht gerade zwei Ziele gesehen? Okay. Ja, das wird jetzt lustig, da hinzukommen. Hallo? Spiel, warum lädst du? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich sollte vielleicht mal zwischenspeichern. Das hatten wir schon gelesen. Moment, da oben ist noch was. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, aber... Bericht von Wundern. Okay, also wenn ihr es lesen möchtet, dann spult nochmal kurz zurück und drückt eben auf Pause, weil
ich, wie gesagt, nicht mehr alles durchlesen werde, was es hier so gibt. Ist da hinten irgendwo, oben ist Gold, kommen wir aber auf die Schnelle so nicht ran. Das heißt, die Sachen werde ich dann, was ist denn da hinten? Werde ich dann... Ich muss diesen Greve Goodwin finden. Ach, schade. Achso, hier war der Ausgang, okay. Okay. Jetzt muss ich nochmal schauen. Im Endeffekt hier drüber und dann rechts rum, ne? So. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier einfach so unbedarft durch die Stadt laufe und denke, ach, da ist ja sowieso keiner, dann werden sie wahrscheinlich gleich alle kommen. Ah, da hinten. Moment, da hinten laufen sie rum. Jetzt müssen wir mal kurz angucken hier. Überblicke das Land, Freundin. Also, das ist hier dieser ganze Teil, wo die anscheinend stationiert sind. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen ein gutes Stück weiter hinten rum. Okay, da sind allerdings auch welche. Ja, da müssen wir uns nach rechts durchschmuggeln. Mit nicht allzu viel Ausweichmöglichkeiten. Ja, ich sag ja, mit nicht allzu viel Ausweichmöglichkeiten. Da oben der Typ hat mich gesehen, kann das sein? Okay. Der wird mich wahrscheinlich sehen, wenn ich da jetzt... Na, da dreht sich um. Aber da hinten sind auch Leute. Also Wachen. Und genau da muss ich rum. Das könnte jetzt noch ein bisschen komplizierter werden. Zumal ich soll ja zumindest kein Aufsehen erregen. Ich will mit dir reden. Aus mir kriegst du nichts raus. Ich bin treu wie der Hund. Hä? Was wollte die von dem armen Kind? Oje, oje. Ich muss sehen, was du siehst. Also. Okay, da muss ich auf jeden Fall über die Dächer, so wie es aussieht. Ja, geh doch mal da. Nein, du sollst... Hallo, geh doch mal da hoch. Mein Gott, ist das so schwer. So. Okay. Bin ich aber doch auch schon mal gewesen. Habe ich hier nicht sogar Gold geholt? Wer herrscht überhaupt in Winchester? Ist Alfred König oder nicht? Naja, du bist es nicht, das steht schon mal fest. Also halt den Mund und tu, was dir gesagt wird. Seid doch still, Leute. Oder wollt ihr etwa im Kerker verfaulen? Es war doch hier, oder? Goodwin ist fort und Wachen schnüffeln herum. Wo könnten sie ihn hingebracht haben? Okay, es sind drei Wachen. Sind da draußen auch welche oder mache ich den mal lieber vorsichtshalber kaputt? Ist das, was du willst, dreckiger Schwindler? Eine volle Pisse? Das lässt sich machen. So, komm mal mit. Ich leg dich mal hier ab. So, okay, also. Da ist was? Papiere wurden verbrannt. Erwischt Goodwin seine Spuren? Oder wollten die Wachen Beweise vernichten? Halb verbrannter Brief. Du warst mir lang genug ein Dorn im Auge, Goodwin. Lass die Schnüffelei, sonst lasse ich meinen Einfluss spielen und werfe dich in den Kerker. Nicht mal dein alberner König kann dir dann noch helfen. Der Galgen. Okay. Über mir ist noch was. Achso, da kann man hoch.
Zerbrochene Schüsseln und verstreutes Essen. Er ging nicht freiwillig. In der Stadt muss es eine Festung geben. Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Wachen müssen ihn zur Feste von Winchester gebracht haben. Hier nicht gerade noch ein zweites? Ja, aber anscheinend draußen, okay. Trotzdem kann ich schon raus und ihn retten, das ist gut. Okay, hier ist soweit keiner. Gut, wir müssen... Sühnen, leite mich. Ganz hinten rein, oh je. Ja, das wird wieder lustig werden. Wir könnten aber rein theoretisch... Müssen wir mal kurz gucken. Rein theoretisch uns quasi hier links halten. Da sollten nicht so viele Wachen sein und von außen rumschleichen, weil die hier keine Verteidigungsmaßnahmen haben, dass wir nicht hoch können. So, in dem Bereich wird er dann sein. Da können wir zwar nicht hochklettern, aber... Ich sehe es jetzt von hier aus, kann ich es natürlich nicht ganz einsehen, aber ich denke mal, dass da die wenigsten Wachen sein werden. Gut. Ich soll ja nicht unbedingt viel Blut vergießen, haben sie gesagt, ne? Deswegen... Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier wieder vorbeikomme, ohne dass der Typ mich da sieht. Kriegst du nichts raus. Ich bin treu wie der Hund des Königs. Ja, was will das Kind immer von mir? Geh mir nicht auf den Sack, du blöder Bogenschütze. So. Nein, du hast mich nicht gesehen. Moment, ich stell mich nochmal eben hier rein. So. Zeig es mir. Also, ich müsste jetzt als erstes über die Mauer. Und dann, wenn das so nach links geht, müsste ich rüber. Da sind auf jeden Fall auch Büsche. Das ist schon mal gut. Wird nur natürlich wieder ein etwas längerfristiges Unterfangen werden. Aber gut, ich meine, ne? Er hat ja gesagt, wir sollen eigentlich die Verluste minimieren. Ich meine, gut, streng genommen ist es ja total egal, muss man ja auch dazu sagen. Ob wir jetzt die Verluste minimieren oder nicht, das interessiert die ja sowieso nicht wirklich. Nein, was machst du? Wieso springst du? Blöde Kuh. Ich habe auf B gedrückt. So. Da geht's geradeaus, da geht's nach links. Die werden sofort angreifen. Ja, ist nicht schlimm. Da kann ich rüber. Okay, das scheint aber auch keiner zu sein. Die sind aber nicht so gut positioniert. Hier muss man ja mal sagen, ne? So. Da kommen wir jetzt nicht hoch. Das ist mir schon klar. Stehen da oben irgendwelche Leute, die mich sehen? Nein, das ist schon mal gut. Da ist jetzt leider nichts, was brennen kann oder so, ne? Ah, komm. Ich kann dich nicht richtig anvisieren. Ich kann ihn überhaupt nicht anvisieren. Was ist das für ein Mist hier? Und der andere geht gerade. Kann ich den vielleicht anvisieren? Ja, komm. Was geht da vor? Ihr sollt jetzt nicht alle kommen. Es sollen nur ein paar kommen. Fahr zur Hölle!
Wieso hat das jetzt nicht funktioniert mit dem Attentat? Ich verstehe es nicht. Ja, du musst schon hier reinkommen. Wieso funktioniert der Attentat jetzt nicht mehr? Leute, ich war unsichtbar. Ich habe eben auf Attentatschaden gedrückt. Was soll der Mist wieder? Geht doch. Auch wenn ich jetzt gerade irgendwie überhaupt nichts sehe. Aber... So, ich bin jetzt wieder unsichtbar. Da ist der Typ. Komm. Komm hoch. Hat er nie seine Ruhe? Nee, offensichtlich nicht. Jetzt kommt endlich hoch. Ich weiß nämlich nicht, warum mein Attentat nicht funktioniert. Na los. Ja, aber hier kann ich es jetzt dreimal hintereinander machen. Wie gesagt, ich muss es einfach nicht verstehen. Aber gut. Achso, da hinten rechts ist er, sehe ich gerade. Wieso ist er da rechts? Ich dachte, der ist hier vorne in dem Gebiet drin. Gott schütze mich. Gott. Was geht da vor? Dein Gott kann dir eh nicht mehr helfen. Oh, was ist das denn jetzt wieder? Ich drücke, wenn Attentat draufsteht und trotzdem funktioniert es nicht. Naja, bei dem Spiel wundert mich gerade ehrlich gesagt. Sie für mich, Sünnen. Warum wird mir das Ganze links angezeigt, wenn der Godwin mir aber hier rechts angezeigt wird? Hä? Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal rechts gucken. Wenn das denn mal aufhört, dass immer wieder neue Leute hier nachkommen, heißt das. Komm hier nicht durch. Oh, Leute. Na? Ist gar nicht mehr da, ne? Na toll. Da werden mir zwei grüne Stellen angezeigt. Ach so, die mit mir mit hier. Ach, verstehe. Ja, ist okay. Ich weiß aber jetzt nicht, ob mich jemand sieht, wenn ich hier so stehe. Die Gefangenen wissen vielleicht etwas. Nichts sagen, Leute. Ich hole euch hier raus. So, jetzt können wir auch... Entschuldigung. Jetzt können wir von mir aus auch hier durchmetzeln. Sie fällen Bäume und schlagen Steine aus der Erde. Und wofür? Um Gefängnisse für Menschen zu bauen, die abgehungert stehlen. Mein kleiner Sohn wäre fast gestorben. Würdest du da nicht Ich bin stehlen? Auf der Suche nach dem Greve. Selwyn? Der Dreckskerl hat behauptet, ich hätte einen Apfel gestohlen. Er will mich hängen. Nicht Selwyn. Greve Godwin. Er wurde kürzlich verhaftet. Alfreds Gefolgsmann wurde verhaftet? Da geht einem das Lachen. Offenbar oh, ich sehe nichts. Niemand mehr frei. So, kommt ihr mit mir mit, Jungs? Oder muss ich jetzt hier doch alleine durchmetzeln? Anscheinend kommen sie nicht mit. Na toll. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust mehr auf Schleichen die ganze Zeit. Mal gucken. Wo komme ich? Achso, da ist der Eingang. Okay.
Das ist wieder meine Logik. Ich weiß, ich sage, ich habe keine Lust auf die ganze Zeit schleichen und dann gehe ich in die Hocke und schleiche durch. Aber eigentlich auch nur deswegen, weil ich nicht sofort erkannt werden wollte. Wer war das denn jetzt gerade? Ach, der Typ da oben, oder? Was bist du denn für eine Pfeife? Moment. Ach, jetzt auf einmal können sie mir doch helfen, ja? Was, wer kommt? Kämpft ihr beide mal. Ich gehe so lange mal hier oben rum. Wobei, ich gehe hier nirgendwo hin, weil ich muss einen Schlüssel finden. Na toll. Moment. Kämpft so lange mal eben mit ihm, bitte. Ich muss mich mal eben hier... Zeig mir, was vor uns liegt. Da ist ein Schlüssel. Ich würde hier schon fast vermuten, dass es der ist, den ich hier brauche. Ich sehe auch gerade keinen anderen in der Nähe. Ja, da würde ich sagen, dass es der ist. Komm. Ich komm dich holen. Jetzt läuft der auch noch dahin. Leute. Nein! Ach, genau das wollte ich ja verhindern. So, keine Verstärkung, Jungs. So nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Da? Leute, ich habe doch gerade einen Schlüssel hier markiert. Wieso sehe ich den nicht mehr? Da hinten ist einer. Moment, hä? Was siehst du, alte Freundin? Nee, das ist ein anderer. Ach so. Der war doch direkt hinter mir, oder nicht? In dem Ding mit den Roten. Ach, da steht auch noch einer auf dem Dach, sehe ich gerade. Genau, da unten steht er doch drin. Oder liegt, oder wie auch immer. So, haben wir hier sonst noch was? Ah, okay. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, das ist mir schon klar. Ich glaube, da war gerade ein Fenster. Kann er mich jetzt so sehen? Dass ich hier gerade am Zielen bin und dann kommt mir hier wieder einer entgegengesprungen. So, Moment. Tada. Das nehmen wir dann auch mit, wenn wir es können, ne? Ah, sieht doch gut aus. Ah, okay. Sehr schön. War doch gerade noch einer. Da, okay, da war keiner drauf. Ich bin voll drauf reingefallen. Na gut, kann auch mir passieren. Können wir noch welche holen? Nee, 34 ist Schicht im Schacht. So, die Frage ist jetzt, die Typen kommen jetzt irgendwie nicht mit mir mit, ne? Sauerei. Finde ich aber nicht nett. So. Die stehen rechts von mir. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Ne? Hier wird's nie langweilig. Die Frage ist nur, wie stabil sind die Wachen? Ja, komm. Was geschieht da? Ja, das kannst du selber nachsehen. Komm. Ja, komm, großer Eierkopf, komm zu mir.
Der andere ist nicht mal aufgeschreckt. Ja, das sind ja super tolle Wachen. Okay. Oh, da oben steht noch einer. Der würde mich sehen. Na, komm. So ist gut. So, die Frage ist jetzt nur, die Tür kommt jetzt nach vorne. Kommst du raus oder soll ich reinkommen? Anscheinend soll ich reinkommen. Okay. Kann ich so gar nicht reinkommen, nicht klettern. Was ist jetzt schon wieder? Ja, komm. Komm. Noch ein Stückchen. Genau so. Okay. Das scheint aber auch noch... Ich bin mir nicht sicher, ob es drin oder draußen ist. Es ist unten, oder? Hallo? Hallo? So geht die Tür nicht kaputt. Jetzt. Hi. Eine Dänin in Winchester? Sonderbare Zeiten. Jo. König Alfred schickt mich. Er hat mich auf Knien angefleht, jemanden zu finden. Ich kenne Alfred gut genug, um eine dreiste Lüge zu durchschauen. Falls er dich wirklich geschickt hat, dann aufrecht und würdevoll. Wohl wahr. Und du bist der Mann, den ich finden soll, Godwin. Weißt du wieso? Wenn ich raten soll, dann um die Ketzer des Ordens aufzuspüren und so tief zu vergraben, dass selbst Gott eine Schaufel bräuchte, um sie zu finden. Und wo sollen wir anfangen? Da helfen uns meine Nachforschungen. Wenn sie noch nicht verbrannt haben, müssten sie hier irgendwo sein. Ich finde deine Nachforschungen. Und jetzt geh, bevor sie merken, dass der Wolf entkommen ist. War es kein Geleitschutz oder was? Wir sammeln uns hinter den Mauern neu. Also ich denke eher, dass das über mir ist, weil hier unten kriege ich nichts. Und da oben ist es auch irgendwie am Leuchten. Ja, lauf doch nicht überall vor. Ich weiß natürlich nicht, ob man... von unten irgendwie... auch noch weiterkommt. Ja, was auch sonst wieder. Sie wurde wohl verriegelt. Was sehen denn da meine trüben Augen? Komme ich hier raus? Da nicht. Aber hier war auch noch was, genau. Ah, Vorräte, sehr schön. Greve Selwyn hat Hinrichtungen wegen kleiner Diebstähle und Beleidigungen angeordnet. Ein Mann und seine Frau sind bald dran. Ja, das sind die, die wir jetzt vorhin befreit haben, nehme ich mal an. So, hier ist aber soweit nichts mehr. Ne? Dann ist jetzt die Frage... Aha. Godwins Aufzeichnungen über den Orden der Ältesten. Godwins Forschungen. Ich habe ein Treffen mit Herwald in der Taverne eingefädelt, im Schutze der Dunkelheit. Er war entsetzt, als ich ihn in aller Öffentlichkeit zur Rede stellte. Seine Augen hetzten von links nach rechts, als würde uns die Mauern selbst betrachten. Herwald tauchte nicht auf. Ich wartete mehr als eine Stunde auf ihn. Als ich dann seine Wohnstätte nahe dem Münster aufsuchte, war dort alles auf den Kopf gestellt und sein Hab und Gut verschwunden. Vier andere meldeten sich mit Informationen zum Galgen und alle haben ein furchtbares Ende gefunden. Zwei wurden wegen belangloser Dinge öffentlich gehängt, ein weiterer wurde tot aufgefunden, angeblich nach einer Kneipenschlägerei. Der vierte ist geflohen.
Die beiden, die gehängt wurden. Der Galgen muss auch ein Greve sein. Da bin ich mir sicher. Nur wir haben die Macht, die Bevölkerung Winchesters zu verurteilen. Er, der Galgen, steht in der Öffentlichkeit. Er wendet sich nach außen hin gegen Alfreds Reformen. Ich wage es kaum, meine Vermutungen niederzuschreiben. Der Bericht geht noch über viele Seiten weiter. Ja, hört sich sehr politisch an. Also sprich, hört sich sehr nach unserer Politik an. Axtsturm. Das ist meines Erachtens nach das, was ich immer benutze, oder? 177. Mal eben schauen. Sieh mal nach, Sühnen. Da müssen wir wieder ganz nach draußen. Na toll. Achso, nee, da müssen wir mit ihm sprechen. Das heißt, wir müssen jetzt sonst keine Aufzeichnungen mehr von ihm holen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Kann ich mich da hinporten? Nee, da war, glaube ich, jetzt kein... Ja, ist gut. Da war jetzt, glaube ich, kein Punkt in der Nähe, oder? Ah. Bringt nicht allzu viel, glaube ich, wenn ich mich jetzt da hinporte. Deswegen werde ich da mal so rausgehen. Ja, komm. Runter. Ganz runter. Los. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich bin doch jetzt immer noch hier, wo eigentlich die ganzen Wachen sein sollten, oder? Also sprich im Sperrgebiet. Wo die Wachen sind, keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall nicht hier. Zack. In die Richtung muss ich. So, da war ich eben. Da waren aber auch eigentlich noch Wachen. Die mir jetzt aber nicht angezeigt werden. Hm. Haben die jetzt alle niedergemetzelt hier, die Blauen, die hier rumliefen? Wäre natürlich cool. Ah, da ist er. Also ich vermute echt mal ganz stark, dass die alle einfach niedergemetzelt haben. Ich bin dankbar für deine Hilfe. Ja, wenn nicht. Ein kühner Schritt, Alfreds Lieblingsgräben zu verhaften. Dieser sogenannte Orden besteht aus nichts als teuflischem Abschaum. Abschaum, der sich in allen Bereichen deines Landes eingenistet hat. Sie sind gefährlich. Wie sagtest du noch, heißt du? Ich bin Eivor vom Rabenclan, die Geißel von Mercia, falls dir mein Name nichts sagt. Nun, Eivor, wenn unsere drei Ketzer auf einem Ascheberg verglühen, sollten wir unsere Abscheu gegen Mercia wie alte Freunde bei einem Krug Ale bekräftigen. Okay. Alfred glaubt, dass mindestens einer von ihnen tot ist. Bischof Elfred war der Sachs. Verdammt. Halb Winchester trauert um diesen Nonnengrabscher. Einer von ihnen nennt sich die Feder. Sind Worte seine Waffe? Angeblich werden Schriften an die Türen von Winchester genagelt. Vielleicht könnte uns eine weiterhelfen. Der Galgen. Was weißt du über ihn? Ich bin sicher, er ist ein Greve. Nur wir verfügen über die Macht, ein Strafmaß festzulegen. Und der hier maßt sich an, im Namen der Gerechtigkeit zu handeln. Der Galgen ließ dich verhaften. Also muss er ein Mann des Gesetzes sein. Greve Selwyn? Natürlich. Der Haderlump fungiert in Winchester als Hammer des Gesetzes. Er lässt Sünder aus geringstem Anlass öffentlich hinrichten. Könnte es kein anderer sein? Er ist es. Er ist der Einzige, der passt. Beende seine Schreckensherrschaft. Winchester weint um einen guten Bischof und einen vor Kraft strotzenden Mann. Möge er Frieden bei Gott finden. Ja, ja, ja. Okay, Ordensmitglied erhöht. Was? Alfreds Schmuckstück? Muss ich das jetzt gerade verstehen, was hier gerade so um mich herum abläuft? Ich weiß es nicht. Okay, also, wir haben schon wieder ganz schön überzogen. Ja, ich weiß, ich mag es einfach irgendwo durchzulaufen und zu merken, dass die Leute mich nicht sehen und ja, den Tod einfach nicht sehen. Ich werde allerdings hier mal ein bisschen
verschwinden, weil im Hintergrund nämlich schon wieder die ersten Leute hier rumlaufen. Ich weiß nicht, bis wo die hingehen. Ja, so oder so. Oh, da hinten kommt schon einer. Gut, dass ich weggegangen bin. So oder so, ich werde es jetzt kurz und schmerzlos machen, weil, wie gesagt, wir doch ziemlich lange überzogen haben. Und wir werden die Sache mit dem Markt und dem Attentat und so weiter in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.